Wenn Sie die Wahl hätten zwischen Pest und Cholera, wofür würden Sie sich entscheiden? Vor dieser Frage nämlich steht die Fed in Sachen Inflation. Was tun, wenn man nämlich die Inflation nicht bekämpft, einfach so weitermacht mit der bisherigen Geldpolitik, die man bis November noch propagiert hatte? Dann würde das bedeuten, dass eben die Teuerung tendenziell weiter steigt. Das würde bedeuten, dass die Kosten für die Unternehmen steigen. Das würde bedeuten, dass die Unternehmen versuchen, teure Arbeitskräfte abzubauen, was wiederum dann den Konsum einbrechen lassen würde mit der Folge einer Rezession. Auf der anderen Seite, wenn man sich für Cholera entscheidet, und die Fed hat sich für die Cholera entschieden, indem sie die Geldpolitik schnell und ziemlich hart strafen will, dann wird man wahrscheinlich auch eine Rezession auslösen, denn dann werden die Aktienmärkte in Schwierigkeiten kommen, dann kommt wahrscheinlich der US-Immobilienmarkt in Schwierigkeiten. Also was tun, das ist wirklich eine sehr unschöne Wahl, und wir sehen, dass die Fed jetzt doch ziemlich im Panikmodus ist. Das haben heute einmal mehr Aussagen von Fed-Mitgliedern deutlich gezeigt. Etwa Neil Kashkari, das mit Abstand dorschste Mitglied innerhalb der Fed, der hat monatelang, jahrelang erzählt, Inflation überhaupt kein Problem, geht sofort wieder runter, macht euch keine Sorgen. Jetzt sagt er, wir sehen eine sehr hohe Inflation derzeit und ich bin überrascht, wie persistent diese Inflation ist, wie dauerhaft also diese Inflation ist. Dann New Yorks Fed-Chef Williams, auch tendenziell auf der dovischen Seite unterwegs, sagt, die Inflation ist zu hoch und wir wollen das nicht dauerhaft so sehen, und diese Supply Chain Issues, diese Lieferkettenprobleme, die sorgen dafür, dass eben diese Inflation dauerhafter ist als vorher angenommen. Da müssen wir also etwas gegen tun, und der Chef von JP Morgan hat heute durchaus die Märkte auch bewegt und immer gesagt hat, ja, ich erwarte jetzt 6 oder 7 Zinsanhebungen in 2022. Naja, vielleicht doch ein bisschen too much, Mr. Diamond, aber es ist eben so, dass jetzt so ein gewisser Panikmodus offenkundig der Fall ist. Jetzt übertreibt man vielleicht auf der anderen Seite, was man vorher untertrieben hat, nämlich die Inflation zu unterschätzen, wird jetzt vielleicht sogar ein bisschen übertrieben, aber es ist eben die Wahl auf Cholera gefallen, und diese Wahl ist nicht zufällig dann auf Cholera gefallen, als Joe Biden dann Fed-Chef Powell nochmal nominiert hat. Seitdem ist Jerome Powell wie ausgewechselt, plötzlich hat sich etwas geändert. Biden erkennt also, dass die Inflation ein riesen politisches Problem für ihn ist, das muss er jetzt bekämpfen, deswegen der Auftrag an Powell und die Fed, da etwas zu tun. Wir hatten heute, und das passt in diesen Kontext hinein, die US-Einzelhandelsumsätze, die sehr, sehr schwach waren. Da ist also statt eines moderaten kleinen Dips, ist es doch ziemlich deutlich nach unten gegangen. Auffällig vor allem, dass die Online-Verkäufe um 8,7% gefallen sind. Und die Märkte waren erstmal wieder so ein bisschen schockiert, aber dann hat man sich gesagt, oh, es sind doch gute Nachrichten, dann kann doch die Fed vielleicht die Geldpolitik gar nicht so straffen, wie sie das uns jetzt kommuniziert hat. Aber da gibt es durchaus berechtigte Zweifel an dieser Einschätzung. Denn es ist so, dass teilweise eben die hohe Inflation die Leistbarkeit von Produkten teilweise in Frage stellt. Viele können also manche Sachen oder wollen manche Sachen nicht mehr kaufen. Das ist das eine. Das andere ist, dass eben Shortages der Fall sind, dass man also bestimmte Produkte gar nicht mehr bekommt. Das dürfte hier ein sehr entscheidender Faktor gewesen sein. Hinzu kommt, dass die Amerikaner ja sehr viel Cash noch auf ihrer Bank haben durch Helikoptergeld. Das ist noch nicht alles verbraucht, wenngleich die Sparquote wieder deutlich gesunken ist. Also wir werden wahrscheinlich im Januar sehen, dass sich das Ganze wieder in Sachen Konsum etwas beruhigen wird. Nicht beruhigt sich aber das Verbrauchervertrauen heute. Die neuesten Daten aus dem Januar von der Uni Michigan. Und hier zeigt sich eines ganz klar, Inflation ist die Top-Sorge der Amerikaner, vor allem derjenigen, die weniger als $100.000 verdienen. Wahrscheinlich für die ganze Familie verdienen. Das ist in einer amerikanischen Großstadt dann auch nicht so, dass man dann wie ein König leben kann. Während diejenigen, die mehr als $100.000 verdienen, relativ entspannt sind. Wir sehen also eine klare Spaltung, dass diejenigen, die weniger Geld verdienen, natürlich mit diesen massiven Preissteigerungen ein größeres Problem haben. Und was ist deren Chance, was ist deren Alternative? Sie wollen höhere Löhne, und genau das passiert, eine Abstimmung mit den Füßen. Wir sehen, dass die Quits Rate, also die Zahl derjenigen, die ihren Job verlassen, weil sie sagen, ich finde woanders einen Job, der besser bezahlt ist, die ist ja in den letzten Monaten massiv nach oben gegangen. Das spricht also für eine Lohnpreisspirale, spricht also für eine dauerhaftere Inflation. Dementsprechend liegt die Fed da gar nicht so verkehrt, wenn sie sagt, wir müssen etwas tun. Und auf der anderen Seite
sehen wir, dass ja die Immobilienpreise gestiegen sind in den USA um 19% zum Vorjahr. Die Mieten wurden von den offiziellen Daten nur mit einem Plus von 3,8% berechnet. Aber das ist deutlich zu niedrig. Würde man die wirklichen Preissteigerungsraten hier einbeziehen, dann hätten wir nicht eine Inflation von 7,0%, sondern von 10,5% in den USA, kämen also nochmal 3,5% obendrauf. Und wir sehen jetzt in Sachen Lieferengpässe, dass auch die Frachtraten aus China wieder steigen, oder China Container Freight Index. Da sehen wir, dass wir ein neues Allzeithoch jetzt kürzlich gemacht haben, weil eben der Hafen in Ningbo wieder teilweise stilllegt, weil dann die Schiffe umgeleitet werden nach Shanghai, da nicht abgefertigt werden können, müssen dann vor dem Hafen warten. Also Lockdowns, diese Null-Covid-Politik Chinas, die schlägt sich jetzt schon nieder. Und jetzt hat sich also die Fed entschieden, okay, wir müssen etwas tun, weil wenn wir nichts tun, verlieren wir komplett die Kontrolle. Wenn wir etwas tun, müssen wir das irgendwie so machen, dass der Schaden möglichst gering ist. Aber das ist schwer. Seit 1960 hat die Fed das mehrfach versucht, indem sie die Geldpolitik gestraft hat. Und jedes Mal, wenn die Valuations über 20 Mal Earnings war, also praktisch die Price-Earnings-Ratio, Marktkapitalisierung zu gewinnen, was derzeit der Fall ist, dann ist es so, dass die Fed bei einer Straffung der Geldpolitik dreimal Bärenmärkte ausgelöst hat, zwei Rezessionen und eine Schuldenkrise, oder zumindest maßgeblich mit dazu beigetragen hat. Und jetzt lautet ja nach wie vor das Mantra vieler Bullen, die sagen, ja, also don't fight the Fed, das haben wir immer gesagt, als die Fed eben noch die Aktienmärkte gestützt hat. Jetzt straft sie die Geldpolitik und jetzt heißt es nicht mehr don't fight the Fed, darauf weist Lance Roberts hin und ich glaube, er hat damit recht. Das heißt nicht, dass alle Aktien fallen, das heißt nicht, dass alle Sektoren fallen, aber es wird ein bisschen schwieriger, man muss ein bisschen genauer hingucken. Bewertungen spielen eine Rolle, das ist ein entscheidender Faktor. Was tun? Jetzt sagt Henry Kaufmann, ein in den USA sehr bekannter Wall Street-Veteran, der schon in den 70er Jahren eben all das erlebt hat, was damals passiert ist mit der Inflation, mit der harschen Politik von dem damaligen Fed-Chef Paul Volcker, der ja massiv auf die Bremse getreten ist, Zinsen angehoben hat, Geldmenge verknappt hat, und der sagte, im Grunde müsste jetzt jemand her, der ja die Märkte ein bisschen schockt, der jetzt mal richtig voll in die Eisen geht, nämlich in die Bremseisen. Aber er sagte, so ist die Fed, wie sie derzeit aufgestellt ist, wahrscheinlich nicht gestrickt. Aber es ist doch so, dass die Fed, und das ist das, was ich vorhin sagte, im Grunde erst umgesteuert hat mit der Neunominierung von Jerome Powell. Also da ist schon einiges passiert, und Biden sagt immer wieder, so hatte er es gestern am Mittwoch dann auch mit Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise gesagt, ja, Inflation, ich habe das permanent auf dem Schirm, er weiß genau, wie gefährlich das für ihn werden kann. Markus Koch hat heute gesagt, ja, man hört nichts von Biden in Sachen Inflation, das ist nicht der Fall. Der weiß schon, dass das für ihn eine sehr gefährliche Geschichte ist, und das sehen wir hier in diesem Chart etwa. Hier sehen wir die Beliebtheitswerte von Joe Biden, die weiter nach unten gehen und praktisch im Gegensatz zur Inflation nach unten gehen. Je höher die Inflation, umso unzufriedener sind die Amerikaner mit ihrer Regierung. Und jetzt fordert zum Beispiel Hartnett von der Bank of America, Mensch, die Fed müsste jetzt eigentlich mal einen 0,5er-Schritt machen, müsste die Zinsen also nicht um 0,25% erhöhen im März, sondern um 0,5, also einen großen Zinsschritt machen. Insgesamt könnte man die Frage stellen, wir haben ja vorhin die Äußerungen gehört, gesehen von den Fed-Mitgliedern Williams und Kashkari, warum fängt man nicht jetzt im Januar an, die Zinsen anzuheben, ist eigentlich nicht so wirklich erklärbar. Wenn Inflation wirklich so ein großes Problem ist, jetzt auch aus Sicht der Fed, dann sollte man eben sofort beginnen zu agieren und nicht erstmal das Tapering abschließen und so weiter und dann langsam damit anfangen. So oder so, die Fed wird damit himmelhohe Bewertungen am Immobilienmarkt und am Aktienmarkt unter Druck bringen, mit größerer Wahrscheinlichkeit, denn Geld wird dann teurer, dann werden Kredite teurer, dann wird also diese Liquiditätsparty nicht mehr so bestehen können, jene Liquiditätsparty, die eben die Vermögenspreise nach oben getrieben hat, sodass die Menschen auf Papier eben sehr, sehr wohlhabend sind, weil ihre Vermögensassets eben so stark gestiegen sind. Wenn die aber runtergehen, sind die auf dem Papier wieder ärmer, schränken dann ihren Konsum ein, werden sozusagen vorsichtiger, und das löst dann auch eben die Rezession aus. Und das Signal für diese Rezession wäre, wenn wir eine Inversion der Zinskurve haben,
hier zwei und zehnjährige. Hier sagt jetzt Morgan Stanley, also wir erwarten, dass Mitte des Jahres diese Invertierung der Zinskurve passiert, dass also kürzer laufende Staatsanleiherenditen höher rentieren als die länger laufenden. Das ist das Signal der Anleihenmärkte, dass man eben mit einer Rezession rechnet. Und jetzt eben mit dieser veränderten Geldpolitik spielen Bewertungen wieder eine Rolle. Und schauen wir uns mal den S&P 500 an. Der hat ein Kursgewinnverhältnis von 26,5. Net schlecht. Das ist natürlich eine sehr sportliche Bewertung. Unser lieber DAX hat in etwa 15, also etwas mehr als die Hälfte. Das heißt, das bedeutet aus meiner Sicht, dass natürlich in Relation zu den US-Aktienmärkten der DAX die Chance hat, besser zu performen, weil viel mehr Value drin ist. Und wir haben ja eine Rotation jetzt gesehen, seit Jahresbeginn vor allem raus aus Tech, raus aus Growth, rein in Value. Und der DAX hat ja sehr viel Value und wenig Tech zu bieten. Wir sehen eben, dass wir auch eine andere Geldpolitik in Europa haben werden. Die EZB lebt ja noch total in Wolkenkuckucksheim. Da ist man nach wie vor davon überzeugt, dass also der Inflationsdruck bald abebben wird. Und heute hat Madame Lagarde gesagt, also die laxe Geldpolitik, die ist nach wie vor notwendig, um die Inflation mittelfristig dann auf 2% zu kriegen. Echt jetzt? Also das ist schon ein starkes Stück. Man ist also noch voll in diesem Modus, in dem die Fed früher auch war. Inflation transitory, geht schon alles wieder vorbei. Wir machen erstmal weiter mit unserer Geldpolitik. In Wahrheit geht es ja um die Finanzierung der Südstaaten, aber das ist etwas, was wirklich erstaunlich ist. Lagarde hat ja gestern gesagt, ja, ich nehme die Sorgen ernst etc. Das erste Mal, dass sie das gesagt hat, aber es ist schon wirklich hanebüchen, was da passiert. Kommen wir zu den Märkten. Wir hatten heute den Beginn der US-Berichtssaison mit Zahlen von JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo und BlackRock. JP Morgan ziemlich unter Druck. Eigentlich wieder die Zahlen gut, aber das Handelsergebnis nicht so gut. Auch Citigroup unter Druck und das hat sich so ein bisschen angekündigt, wie ich heute Morgen gezeigt habe. Das Banken-ETF XLF, das war doch ein bisschen heiß gelaufen. Die Finanzwerte waren sehr, sehr gut gelaufen. Da muss mal ein bisschen Luft rausgelassen werden. Und das ist das, was derzeit passiert. Wenn wir zur politischen Bühne kommen, die die Märkte auch beeinflusst, dann sehen wir, dass die Tonlage zwischen Russland und NATO-USA sich weiter verschärft. Hier wird jetzt den Russen vorgeworfen seitens der US-Geheimdienste, dass sie versuchen, die Ukraine auf mehrfacher Ebene zu sabotieren. Heute gab es einen Hackerangriff auf Regierungswebseiten in der Ukraine. Und die Russen selber haben gesagt, also die Gespräche mit der NATO, mit den Amerikanern sind an einem Dead End. Die sind also praktisch tot. Also das deutet darauf hin, dass die Dinge hier nicht gerade einfacher werden und das hat Einfluss auf die Energiepreise, auf den Ölpreis, aber auch vor allem auf den Gaspreis und das ist für uns dann wiederum relativ relevant, wie heute die Süddeutsche richtigerweise hier schreibt. Sollte der Konflikt um die Ostukraine eskalieren, könnte es für Deutschland ein teurer und möglicherweise auch zittriger Winter werden, denn die Gasspeicher sind so wenig gefüllt wie noch nie um diese Zeit, aber gut, vielleicht können wir dann ein bisschen in unsere Windräder reinblasen, dass die sich schneller drehen, gell? Und dann können wir einen Strom produzieren und setzen uns vor Elektroheizungen. Das wäre ja auch mal eine schöne Alternative. Ich fühle mich veräppelt. User zeigen ihre Gasrechnungen und schimpfen auf die Regierung, die sich nicht so wirklich um diese ganze Thematik kümmert, hat man das Gefühl. Habecks Auftritt, der ja Minister für Wirtschaft und Klima ist, ist mehr Minister für Klima, hat man den Eindruck. Da ist wenig die Rede von Unternehmen, von Unternehmern, von Verbrauchern, die unter diesen hohen Kosten leiden, sondern da ist eben die Rede nur von Senkung der CO2-Emissionen durch Ausbau der erneuerbaren Energien, was ja ein gutes Ziel ist. Aber wie kriege ich das in die Balance? Die Franzosen haben jetzt den Weg gewählt, indem sie sagen, wir deckeln hier die Strompreise und das, was dann der Konzern wie etwa Electricité de France, ein staatlicher Konzern, wo zumindest der Staat Mehrheitsaktionär ist, wenn die dadurch massive Verluste haben und die haben viele Milliarden Verluste dadurch, weil Electricité de France muss teurer einkaufen, als es selbst an die Kunden die Energie weitergibt, dann ist das ein kleines Problem für diesen Konzern.
Das ist die andere Alternative, die auch nicht gerade besonders schick ist, indem ich eine Art der Staatsintervention habe, die letztendlich die Probleme auch nicht beseitigt. Aber es ist schon auffällig, wie die Franzosen hier agieren und wie die Deutschen reagieren oder agieren, die das Problem erstmal politischerseits komplett beiseite schieben. Und meine These, die ich insgesamt ja vertrete, wir sind in einem monetären Klimawandel. Was bedeutet, dass dieses passive ETF investieren in Indizes wohlgemerkt, also etwa auf den S&P 500, auf den Nasdaq, all diese Dinge, die hervorragend geklappt haben, indem man einfach einen Index-ETF gekauft hat und sich gesagt hat, ja, es wird nach oben gehen und es ist nach oben gegangen, aber jetzt wird das schwieriger, denn die großen Tech-Dickfische, die sind jetzt ein bisschen in Schieflage gekommen und das wird bedeuten, dass man jetzt anders agieren muss. Wir haben heute auch ja die Zahlen von BlackRock gesehen, da nochmal ein neuer Rekord von Inflows in ETFs. Also vielleicht haben wir jetzt den Höhepunkt gesehen dieses passiven Investierens. Es gibt ja viele Sektoren-ETFs, die also die verschiedenen Sektoren abbilden, könnte man sagen. Energie, Banken, Consumer Staples, Real Estate und wie sie alle heißen. Also meine These ist, dass es jetzt auf Bewertungen ankommt, dass nicht die Aktienmärkte tendenziell alle fallen oder alle Aktien fallen. Das ist völliger Quatsch, aber dass jetzt eben dieses Regime, das wir in den letzten Jahren hatten, durch die Liquidität, dass die Tech-Aktien vor allem steigen, dass dieses Regime vorbei ist und wir dann Sachen sehen wie Energie etwa, die besonders profitieren werden, Value besonders profitiert, weswegen der DAX wahrscheinlich erstaunlicherweise nach vielen Jahren erstmals die bessere Alternative sein könnte. Dazu ein Artikel. Hier sehen wir auch das Volumen dieses ETFs oder der weltweiten ETFs massiv gestiegen. Ein Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinke. Schauen Sie sich das mal an. Da sind Aussagen von Florian Homm. Kann man durchaus kritisch sehen, aber schauen Sie es mal an. Ist auf jeden Fall interessant. Und ich wünsche jetzt ein schönes Wochenende. Am Montag ist ja US-Feiertag. Da können wir uns dann alle praktisch ein bisschen schlafen legen. Aber jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende. Ich sage Servus und Ciao.